So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Zeit für euch vergangen ist. Vielleicht war das auch gerade jetzt Cut für eine neue Folge. Aber wenn nur eine Sekunde vergangen ist, ist es ja auch in Ordnung. So, hier herrscht Krieg. Wir haben ihn, den dritten Weltkrieg. Hier findet er statt in irgendeiner Parallelwelt oder was das hier auch immer darstellen soll. Auf jeden Fall geht hier richtig der Rambazamba ab. So. Wir begnügen uns aber erst einmal damit, hier Münzen einzusammeln. Mein Gott, ist der Raum groß. So unfassbar. Jetzt weiß ich auch gar nicht, auf welcher Seite wir sind, wen wir jetzt bekämpfen müssen. Oder sollen. Oder dürfen. Oder was es nicht noch alles für Wörter gibt dafür. Mal sehen. Wir können auf jeden Fall beide attackieren. Da hinten wird auch noch gekämpft. Oah. Domino Day. Kennt ihr den eigentlich noch, den Domino Day? Ja, das war auch ein cooler Move. Das habe ich früher auch gern mal geguckt. Mit der, wie hieß sie nochmal? Linda de Mol, genau. Linda de Mol war das. Die hat das immer moderiert. Fand ich sogar damals interessant. Muss ich ja mal zugeben. Zugucken, wie Steinchen fallen. Muss man sich mal reinziehen. Sowas fand man dann früher interessant. Aber was soll's. Man hat's geguckt. Ob man will oder heute noch will oder nicht. Es ist ja vorbei. So. Was können wir denn hier machen? Gar nichts. Na, weg, 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 weg. Dem hauen wir noch eine Flasche auf den Kopf. Ja, 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 los. So. Ich weiß nur noch nicht, was wir machen sollen. Können wir das hier nicht wegmachen? Oder irgendwie hochklappen, oder... Ich weiß es doch nicht. Was auch immer hier vor sich geht. Oh, 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 oh. Wahrer Pirat. Wir haben es geschafft. Auch im letzten Level dieses Let's Plays. Es ist doch unfassbar. Es ist wirklich machbar. Unglaublich. So, jetzt müssen wir doch hier irgendwas wahrscheinlich draufstellen, was wir dann da hochschieben können, oder? Nur was? Und hier genauso. Nur was? Irgendwas müssen wir wahrscheinlich noch mit der... Frau Bossa, kannst du irgendwas werfen? Oh, du kannst schießen oder werfen. Mach das doch mal. Okay. Das hat uns eine Schaufel gebracht. Das ist ja schön. Dann können wir doch hier bestimmt noch irgendwas suchen. Ist das hier zu viel? Lass mich mal durch, da. Okay. Das scheint richtig zu sein. Das scheint auch richtig zu sein. Ebenfalls richtig. Jetzt sind wir hier einmal um den Stein rumgelaufen, um hier wieder hinzukommen, wo wir gestartet sind. Ja, super. Gut, dann wollen wir das Ding mal hochholen. Lass mich bloß in Ruhe. Dort natürlich aufbauen. So, sind das eigentlich mehr Jungfrauenstatuen? Ich glaube, ja. Oh, 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 auch wenn wir schon wahrer Pirat sind, aber einen 10.000er nehmen wir doch gerne mal mit. Sehr gut. Gut, dann versuchen wir mal die gleiche Taktik hier drüben auch. Und suchen hier mal noch irgendwas. Das scheint es nicht zu sein. Sonst war irgendwas. Ein Schwert können wir noch finden, aber sonst. Okay. Bomben irgendwo dahin. Oh, Verzeihung. Irgendwo da hinten. Moment, jetzt muss ich mal einmal kurz husten. Einen Moment, bin gleich wieder da. So. Hoffentlich geht's jetzt wieder. Wo können wir denn die Bomben finden? Irgendwo da drüben. Die epische Kampfmusik. So, hier sind wir richtig. Dann mal wieder hier durchs Getümmel. Entschuldigung, lass es mich durch. Ich bin Arzt. So. Hier lassen sich Bomben finden. Mit diesen Bomben kann man
Das weiß ich natürlich. Silberne Geräte kaputt machen, genau. Und damit bauen wir uns eine Leiter nach dort oben. Hauen mal die Jungs hier kaputt. Nehmen uns das Ding und packen es irgendwo anders hin. Am besten... Keine Ahnung. Das hat's nicht gebracht. Okay, wir müssen das hier irgendwie noch kaputt kriegen. Oder ausgefahren oder was weiß ich nicht. Kann man das schieben? Auch nicht. Kriegt man das denn hoch? Irgendwas ist dahinter. Ach, Leute. Von heute. Ich weiß doch nicht, was zu tun ist. So ein Mist, doch nicht im letzten Level. Ach, Mann. Barbossa, kannst du zufällig an dem Ding hier ziehen? Nee. Irgendwas bewerfen. Auch nicht. Irgendwas muss es hiermit zu tun haben. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Hm. Das kann doch nicht sein. Da hoch geht's auch nicht. Dass man das Ding hier nicht kaputt kriegt. Kann man das vielleicht mit einer Bombe machen? Das kann ich hier nicht mehr springen. Das ist ja da drin gefangen. Ja, super. Geht das vielleicht mit einer Bombe? Einen Moment. Oder kann man mit Bomben wirklich nur die... Oh, verdammt. So eine Reichweite haben die gar nicht. Verdammt, wie macht man das denn? Moment. Der Hebel, der hängt da irgendwie zwischen. Und da ist noch irgendwas. Und irgendwo und sowieso und irgendwie. Und ich habe doch keine Ahnung. Kann man das hier benutzen? Nein. Hm. Ach, muss man das vielleicht reinschieben? Ah! Okay. Manchmal sind... Manche Dinge sind auch einfach zu... Einfach zu einfach. Magic. Na also, geht doch. Rätsel ist gelöst. Endlich. So. Hep. Jetzt natürlich dann auch hier drüber, über diese absolut natürliche Brücke, die auch die Statue und mich auf jeden Fall halten würde. Aber ist ja das Lego-Universum, da geht einiges. So. Dann hier drauf. Und hier drauf geschoben. Kabusch. Los, kaputt. Na geht doch. Und wieder entsteht wie durch Zufall eine natürliche Brücke. Wie schön. Aber, ah, jetzt komme ich hier nicht. Ich will hier wieder hoch. Beziehungsweise will ich da hoch eigentlich. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Schön hier drauf. Schön hier drauf. Sehr gut. Oha! Was geht denn jetzt hier vor? Wah, 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 wah. Ich will hier weg. Achso, ich habe die falsche Taste. Entschuldigung. Jetzt habe ich die richtigen Tasten. Ich war gar nicht auf WASD. So, Junge, jetzt werde ich dir aber ordentlich eins drüber zimmern.